Hallo und willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einer neuen Folge von Club der Asset. Ja, und wir sind schon mittendrin in einer neuen Folge der Heavy Metal Edition. Und zwar dieses Mal mit einem sehr, wie sagen wir, recht amüsanten Namen, Eintopf Erwin mit einem D3485. So, und wir sehen auch schon den ersten Gegner. Er wirkt auf ihn ein Tiger, Tiger 1, Ausführung H1. Ja, Treffer war es, allerdings ja massiven Schaden. Hat sie noch keiner bewirkt, gleich mal nachgeschossen, auch hier ein ähnliches Bild. Aber die Schlacht kann ja noch dauern. Ich sage mal, tja, geschossen wurde mal gut, der Effekt allerdings, der war nicht ganz gegeben. So, und jetzt Blick rüber, er sieht ein Bandadei, er schießt hier quasi durchs Gebäude, naja, Gebäude, sagen wir mal, durch das Zelt, von daher durchaus auch legitim, hat ihn jetzt rausgenommen. Und das war nun der erste, der zählbare Kill. So, wir haben hier wieder den Tiger und jetzt perfekt getroffen bei der Blende von. Der ging wirklich voll rein und das war schon Abschuss Nummer 2. Tja, Eintopf Erwin, ein Spieler, der mir das Replay via E-Mail zukommen ließ, schon vor geraumer Zeit. Allerdings, der immer wieder, wenn große Badges bei Warframe anstehen, da werde ich auch immer ein bisschen nervös. Da schaue ich, habe ich wohl ja keinen übersehen und bei Eintopf Erwin, da ist es mir beinahe passiert. Gleich vorweg, wir sprechen hier von einer Wartezeit von 6 oder gar 7 Wochen und ja, von daher, ja, ich habe kurz mal nachgesehen in der Startkarte, Eintopf Erwin mittlerweile auch schon bei einem anderen Clan und ich hoffe, er kann sich noch erinnern, ich werde ihn auch bei ihm anschauen, dass das Video jetzt rauskommt und ja, Eintopf Erwin, wie gesagt, Blick auf die Startkarte und da hat es mich durchaus gewundert, denn wenn man dieser Karte ja hier mal die eine oder andere Sekunde der oder mehrere Sekunden widmet, dann wird man merken, man hat sie ja mit einem vermeintlichen Piloten zu tun, der zwar auch Panzer fährt, aber ja, die Maße seiner Zeit, zumindest bis jetzt, da sagt die Statistik, die war im Flugzeug. So, jetzt aber nicht nur zum Vergangenen, sondern auch zum Jetzt. Jetzt vor ihm der Jagdwander. Ich habe hier natürlich jetzt die Gegner wieder eingeblendet. So, und er schießt. Und jetzt hat er wirklich perfekt getroffen. Ein komplett anderes Bild als im Vergleich zum ersten Digger. Der ging hier wirklich sofort rein. Und der hat schon Abschuss Nummer 3. Jetzt sieht sie auch eingeblendet. 3 Cap-Punkte A, B und C. A und C sind vergeben. A beim Gegner blieben. C beim eigenen. Er versucht hier nun auch B zu erlangen. So, und jetzt die böse Überraschung, ein KV-1. Ein KV-1, er hat ihn zwar rausgenommen, aber Blick jetzt nach links unten, die Kette wurde gezogen. Ja, und bis jetzt war er recht mobil, Eintopf Erwin. Tja, im Moment ist eher weniger. Jetzt heißt es natürlich aufpassen, er schießt hier bewusst auch das Zelt weg. Einfach um zu sehen, verbirgt sich da noch etwas, denn eine zweite unliebsame Überraschung, die wäre jetzt natürlich alles andere als willkommen. Und ja, jetzt auf der Blick, wo sind die Gegner? Der IS-1, der hat ein letztes Mal vorfahren, er blickt allerdings hier auch immer wieder auf den IS-1, wirkt auf den gewirkt, sind hier Gegner in der Nähe. Sage ich jetzt mal fast schon als der mobile, aktive Panzerung da vor ihm. So, und jetzt darf er wieder fahren. Weiter geht's. Und ja, jetzt wird es allerdings ja durchaus, sage ich jetzt mal, auch relativ spannend. 2 Cap-Punkte im eigenen Team, das haben die Gegner natürlich nur nah auch gemerkt. Und jetzt beginnt das Punktrennen. Ja, Eintopf Erwin von den Schlachten her, wirklich sehr, sehr viele Schlachten. Wie gesagt, überraschenderweise, zumindest zeitlich bis jetzt, das hat die Statistik, mehrheitlich bei den Flugzeugen. Aber man sieht ja schon, Panzer, der fährt da nicht nur, sondern auch richtig gut. Und jetzt, was für ein Treffer. Zielen kann er, da möchte ich fast behaupten, das hat er bei dem Flugzeug wieder. So, jetzt der nächste Tiger und auch hier wieder ein perfekter Treffer. Wir machen kurz mal der Inventur, bereits 6 Kills. Jetzt ein Panther D, der hat ihn gemerkt, bemerkt und ja, jetzt heißt es natürlich aufpassen. Sucht hier nun der ein bisschen aus der Schusslinie zu bewegen, wiegt noch einmal auf die Luke um. Hier wirklich massiven Schaden. Der Panther ist jetzt schwer bedient. Allerdings, hier kommt der nächste Panther, ein Panther G. Den nimmt er schon mal raus. Abschuss Nummer 7. Die glorreichen 7 von meiner. Und jetzt schlägt es ordentlich bei ihm ein. Allerdings im verhältnismäßig eher kleinere Kaliber. Das war der Ostwind. Und die Betonung, das war er. Denn auch hier wieder ein gezielter Schuss. Und das war's mit dem Ostwind. Auf den Panther vorhin, ja, den lässt er jetzt bewusst auch ein bisschen stehen. Die Frage ist, was macht er? Jetzt allerdings, jetzt geht er wieder nach vorne. So. Und
Perfekt. Geschossen ja noch einmal quasi über die Luke, nimmt ihn raus. Und da hat der Mann da wohl zu lange gewartet. Ja, 9 Abschüsse hat er schon. Einer fehlt noch für die Eintrittskarte, aber vom Schlachtverlauf jetzt eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit. Merkt ja auch, er ist sehr, sehr mobil mit dem Panzer. Er ist keiner, der hier ewig lang wo stehen bleibt. So, aber der Tiger, der bleibt, der schenkt, der nebelt sich ein. Ich glaube, er sieht ihn nicht und ja, der sieht jetzt eigentlich gleich gar nichts mehr, beziehungsweise sieht jetzt wirklich gar nichts mehr. Er hat ihn rausgenommen, Abschuss Nummer 10 für End of Area mit dem D3485. So, er nähert sich jetzt langsam, wenn man so möchte, auch dem gegnerischen Spawn. Ja, hier muss aber auch dazu gesagt werden, man sieht es hier oben auch bei den Punkten, das gegnerische Team ist hier wirklich schon ordentlich im Bedrängnis. Da kommt nicht mehr allzu viel. Und ja, er fährt nicht direkt in den Spawn rein. Sieht allerdings auch rüber, da hat er gesehen den Ostwind. So, und auch wieder her. Unglaublich. Ein perfekter Schuss. Und hat ihn einfach mal rausgenommen. Und hat hier 11 Abschüsse. So, hier nun ein Tiger 2 auf dem Weg da. Schön getroffen, schön getroffen. Allerdings Tiger 2 in der Position, das ist schon einigermaßen gefährlich. Wenn der jetzt rüberfährt, tja, da kann es natürlich sein, er muss sich auf ihn konzentrieren. Der kann sich die ganze Zeit vorbereiten. Gleichzeitig, er ist in der Nähe vom Spawn. Das heißt, vom Spawn könnten ihm die dann, ja, nun nah auch in den Rücken fallen. Und er entschließt sich hier, der in eine andere Position zu begeben. Wie gesagt, hier muss er höllisch aufpassen, denn hier können plötzlich neue Gegner auch wirklich spawnen. Klingt zwar blöd, ist aber so. So, und der schaut jetzt ja wieder mal zurück zum Tiger. Jetzt der nächste Tiger 1, nicht mehr der Tiger 2. Hier wieder, er versucht es wieder über die Luke um. Der hat nicht ganz geklappt. So, der nebelt sich ein. Der Tiger kann ihn nicht sehen. Er kann aber den Tiger jetzt auch nicht sehen, aber noch erahnen. Und auch hier wieder ein perfekter Schuss. Abschuss Nummer 12. Er setzt hier wirklich noch einen drauf. Und ich sag mal, der Gegner, man kann sich das gar nicht mehr ansehen. Muss man auch nicht. Denn er hat sich ja, fast schon, wissend was ihm blüht, hier vorweg gleich mal eingenebelt. So, und oben jetzt, man sieht's, alle 3 Caps sind mittlerweile schon längst im eigenen Team. Die Punkte vom Gegner-Team, der gehen rasant nach unten. Jetzt fährt er nochmal rüber zum Tiger 2. Das könnte jetzt Abschuss Nummer 13 werden. Allerdings, jetzt wird's dann auch wirklich knapp, denn die Punkte haben die Gegner jetzt keine mehr. Ja, und wo ist er? Da ist er. Aber nein, es soll nicht mehr sein. Das hätte der glorreiche Abschluss, Abschluss sein können mit dem 13. Kill, aber auch hier mit 12 mehr als ausreichend und somit ganz klar End of Erwin. Willkommen im Club der Asse mit einem D3485, mit einem, ich möchte wirklich sagen, sehr, sehr ansehnlichen, schön zügigen, durchgängig, actionreichen Match. Und kann dir dazu wirklich nur gratulieren. Nicht nur zum Club der Asse, sondern auch zu diesem wirklich sehr, sehr, sehr schönen Match. Tja, wenn du selbst der Meinung bist, naja, das war ja auch gar nicht mal so schlecht, dann lass es mich und End of Erwin wissen. Schreib es in die Kommentare, lass auch gerne ein Like da. Und wenn du zudem auch noch sagst, naja, kann man schon mal machen, aber du kannst es ähnlich gut, vielleicht sogar noch besser, dann hast auch du die Chance, ja, hier vielleicht demnächst auf der Bühne zu sein bei Club der Asse, bei den Panzern RB oder SB 10 oder mehr Kills, beziehungsweise bei den Flugzeugen in den Luftschlachten 5 oder mehr Kills, ebenso auch RB oder SB. Tja, das war's nun. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei End of Erwin für die Zusendung. Der danke auch für die Geduld. Ich muss sagen, ich habe da wirklich eine kleine Perle beinahe übersehen, aber dennoch, du hast es jetzt geschafft. Und möchte mich auch bedanken bei dir, der dir nun zugesehen hast. Und ja, wenn du mir ein Replay schicken möchtest, du findest den Link auch in der Videobeschreibung. Und ja, damit wir wirklich auch zum Ende kommen, nochmal herzlichen Dank. Danke für deinen Besuch, danke für deine Zeit und es würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.